Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier auf dem Hof von Günter Wohlers in Mahlstedt. Was gibt es denn so über Ihren Betrieb zu sagen? Ja, wir bewirtschaften 110 Hektar. Davon sind 60 Hektar Ackerland, 50 Hektar Grünland. Momentan melken wir 62 Kühe. Wir haben jetzt die letzten Jahre aufgestockt. Und wir betreiben Schweinemast mit 900 Mastplätzen, Kälbermast 200 Mastplätze, Fersenaufzucht und die Milchkühe. So, wir haben im Jahr 2010 haben wir 48 Kühe gemolken und danach 2011 dann 50 Kühe. Und jetzt haben wir angebaut letztes Jahr und docken jetzt auf. Bei so einem großen Betrieb müssen Sie ja daran gewohnt sein, sehr viele Entscheidungen zu treffen. Im März 2011 haben Sie sich für eine Klauenwaschanlage entschieden. Was hat Sie denn dazu bewegt? Wo fängt man an? Also man hat vieles versucht mit Klauenbäder, was ja alles nicht so das Gute ist. Und ich habe diese Anlage dann irgendwo gesehen und habe mir gedacht, wenn man die einbauen würde, hätte man da was stehen, wo man jeden Tag nur die Kühe durchtreibt. Weil mit der Klauenwanne, die muss man aufstellen. Wenn man keinen festen Platz hat, da geht viel Zeit mit hin. So, und der erste Schritt war, der Preis war eigentlich recht hoch, aber meine Gedanken gingen immer wieder dahin, das müsste es eigentlich sein. Und dann haben wir uns auch entschlossen, das zu machen. Okay. Trotz des großen Betriebs sind Sie unser Kunde mit der kleinsten Kuhherde. Hat sich die Investition denn trotzdem gelohnt? Voll und ganz. Also wir haben im Jahr 2010 48 Kühe gemolken. Im Jahr 2011, in dem Jahr, wo wir installiert haben, hat die Anlage ein halbes Jahr mitgemacht. Und da haben wir 50.000 Kilo mehr Milch abgeliefert. So, da brauche ich nicht lange rechnen. Das ist top. Ja, super. Haben Sie denn auch eine Verbesserung in der Remontierungsrate bemerkt? Auch da ist es besser geworden. Im letzten Winter haben wir nur noch eine Kuh weggeben müssen. Anfangs war es viel mehr, weil da auch viele Klauenkrankheiten waren. Und naja, prozentual kann ich jetzt nicht sagen, weil wir auch aufgestockt haben. Also da ist es schon ein bisschen unterschiedlich. Aber die Kühe sind viel besser. Und können Sie schätzen, wie viel Zeit Sie denn täglich für die Wartung benötigen? Ist die Anlage denn sehr arbeitsaufwendig? Nicht der Rede wert. Ich würde mal sagen, 5 Minuten am Tag im Schnitt. Super. Dann bedanken wir uns hiermit, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrer Klauenwaschanlage.